Zahn heißt sie im Volksmund, die Turmruine der alten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hier im Zentrum von West-Berlin. Im Zweiten Weltkrieg wurde die alte Kirche bombardiert und in den Nachkriegsjahren wurde die Turmruine dann zum Symbol für den Wiederaufbau der Stadt. Als der Architekt Egon Eiermann das ganze Areal 1957 neu konzipiert hat und auch die neuen Kirchengebäude entworfen hat, da sollte der alte Turm abgerissen werden. Und dagegen wurden Zehntausende Unterschriften gesammelt. Heute ragt der alte, rußgeschwärzte Turm 79 Meter in den Himmel als Mahnmal für Frieden und gegen Krieg und Zerstörung. Ein Zeichen des Leids hier mitten auf der Shoppingmeile am Kudamm. Wenn ich früher hier bummelte, dann erinnerte mich diese Kirche immer an den Weltkrieg vor meiner Zeit. Und jetzt ist die Gefahr plötzlich wieder da. Ein Krieg in Europa oder gar ein Weltkrieg, das hätte ich mir nie vorstellen können. Und das macht beklommen und ohnmächtig. Seit Monaten kommen Menschen hierher zu täglichen Friedensgebeten. Vielleicht wollen sie kurz zu sich kommen oder Solidarität mit allen zeigen, die unter dem Krieg leiden. Und auch ich gebe sie nicht auf. Die Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Manchmal schaue ich hier auf diesen Jesus, der einen zu umarmen scheint. Er lässt keinen allein und er hat mal gesagt, selig sind, die Frieden stiften. Musik.